als Bürgerstiftung unseren Förderpreis für junge Menschen in Damme vorstellen. Wir gehen einfach davon aus, dass wir viele junge Dammer haben und Dammerinnen natürlich, Jungs und Mädchen, die besondere Fähigkeiten haben, besondere Talente haben, die sich in den verschiedensten Bereichen auch vielleicht besonders stark engagieren. Und dafür setzen wir diesen Förderpreis ein. Es können sein junge Leute, die in der Schule besondere Leistungen haben, die zum Beispiel in ihrer Ausbildung, in ihrer beruflichen Ausbildung ganz stark gewesen sind und stark sind. Aber es können auch junge Leute sein, die sich eben im Bereich der Kirchen zum Beispiel engagieren, sozial engagieren. Die wollen wir mit diesem Förderpreis erreichen. Der Förderpreis wird in diesem Jahr von der Bürgerstiftung zum dritten Mal ausgelobt. Bewerbungsschluss ist der 21. April. Eine Kommission bestehend aus Mitgliedern des Vorstandes und des Stiftungsrates werden alle Bewerbungen sichten und eine Vorauswahl treffen, die dem Vorstand vorgestellt wird. Und der Vorstand wird daraus dann den letztendlichen Preisträger auswählen, der dann im Rahmen des Stiftungsmahls am 15. Juni der Allgemeinheit vorgestellt wird und der Preis verliehen wird.